Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon X-Version. Ja, beim letzten Part die Arena abgeschlossen. Und ich muss euch sagen, ich nehme diesen Part nochmal neu auf, denn es kommt im letzten Part leider ein paar kleine, ja, Lags, wo ich mir bis immer noch nicht erklären kann, wie die auftreten. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht in die Arena rein. Da waren wir schon im letzten Part. Nein, wir wollen zur Pokéball-Fabrik, die sich hier befindet. Und da mal ein bisschen aufräumen oder gucken, was hier so abgeht, besser gesagt. ja, Frosty, schicken wir mal nach vorne, falls hier irgendwie was abgeht oder so. Man weiß ja nie. Genau, man weiß ja nie. Jetzt haben wir den Salat. Er will uns einfach nicht in die Pokéball-Fabrik lassen. Okay. Er will uns den Zutritt verwehren? Nichts da. Lass mich noch mit ihm reden. Wer? Sana, warte. Okay. Die beiden jetzt auch noch? Nanu, was geht denn da ab? Sind da nicht gerade Sanaha Banana und Rovato Tomate vorbeigedüst? Wir wollten uns doch hier treffen, oder? Ich frag mich, was hier vor sich geht. Ah! Hä? Okay. Sanaha Banana, warte. Halt! War das nicht ein Team Flair? Huch, was ist denn hier los? Nun, ich werde jetzt auch mal hinterher rennen. Okay. Team Flair? Hier? Da drin geht irgendetwas vor sich. Lass uns nachschauen, solange der Typ da weg ist. Okay. Ja, wenn Team Flair hier ist, ist es bestimmt nicht gut. Moment mal, haben wir hier vielleicht irgendwie was Verstecktes? Ja gut, ich kann es euch sagen, natürlich haben wir hier was Verstecktes. Ich war hier ja schon mal. Aber gut, ich habe, wie gesagt, nur hier den Vorbezirk gemacht und dann hat das nicht mehr geklappt. Das konnte man nicht mehr, das hat nur noch geleckt. Aber jetzt sieht es bisher gut aus, ne, auf der anderen Seite. Aber erstmal hier, ein Top-Äther. Okay. Ja, also bisher sieht es gut aus. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Drückt die Daumen. So, dann war hier, glaube ich, noch was drin. Genau. Ein Pokéball. Ja, den braucht man natürlich auch. So, dann sind wir noch hier. Hatten hier auch noch was. Da ist zum Beispiel einer, das ist nix. Ah, auf der anderen Seite. Aber hier erstmal ein Hypertrank. Den könnten wir besser gebrauchen. Und ich glaube, dann war das noch das Item. Und dann haben wir hier nichts mehr, glaube ich. Ne, dann haben wir hier nichts mehr. Auf Y machen wir das bitte, wenn ich bitten darf. So, was hatten wir hier noch drin? Genau, Top-Beleber. Das ist natürlich ein sehr, sehr schickes Item. Das können wir bestimmt irgendwann nochmal gebrauchen. So, aber jetzt gehen wir dann auf in die Pokéball-Fabrik. Und schauen wir mal an, was hier so abgeht. Ob hier tatsächlich Team Flair ist? Muss ja eigentlich schon. Sieht auf jeden Fall schick aus, wenn ihr mich fragt. Ah, es ist tatsächlich Team Flair hier. Ist dieser Schwachkopf nicht mehr in der Lage, da draußen vernünftig Wache zu schieben? Ah, Idiot. Bedauere, aber eine Besichtigung ist derzeit nicht möglich. Wenn ich deinen roten Anzug betrachte, dürftest du wohl ein Mitglied von Team Flair sein. Zahlen die Deppen in eurem Karnevalsverein denn so wenig, dass du einen Nebenjob brauchst? Wie kannst du es wagen, dich über Team Flair lustig zu machen? Los, Magnaien, zeig diesen Spaßvögeln, was deine Hake ist. Ich erlege, das geht du schon mal vor. Okay, danke, Serena. Gut, wir hätten das natürlich auch geschafft, aber gut. Okay, und jetzt warten wir ein paar Kämpfe. Ich bin noch ein namenloser Rüpel von Team Flair, doch der sich erst einen Namen machen muss. Okay. Ob du dann eine Chance gegen uns hast? Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Toxiquark. Okay, interessant. Ein Toxiquark. Ah, jetzt wäre doch Fee genau der Richtige. Wir haben ja jetzt eigentlich auch eine Fee-Attacke, aber naja, gut. Ah, nee, er ist Gift. Stimmt, das bringt ja dann auch nicht so viel. Naja. Der wird, denke ich mal, nicht einen Surfer überleben. Na, fast. Aber er war sogar ein Volltreffer. Okay, ich nehme es zurück. Er hat einen überlebt, aber mit Schlammbombe erreicht er nicht viel. Auch wenn unsere Genauigkeit runtergeht. Mit diesem Lake ist das Ding, ist die Messe gelesen, wie man so schön sagt. Level up.
Wunderbar. Und damit wäre das Mitglied besiegt. Ich bin noch ein namenloser von Team Flair und habe verloren. Ja, messerscharf erkannt. Aber ich bin echt zufrieden. Anscheinend laggt es jetzt nicht mehr. Keine Ahnung wieso. Naja. So, über diese Förderbänder können wir hier laufen und laufen direkt in den nächsten Trainer. Wenn ich mit euch fertig bin, werden eure Tränen hinabkullern wie Pokebälle vom Fließband. Ach ja, findest du? Ich glaube nicht dran. Magnaien. Interessant. Unlicht. Ja, da wäre Kampf die beste Idee und die haben wir ja natürlich. Naja gut, ich könnte mir vorstellen, dass dieses Magnaien höchstwahrscheinlich Angeberei einsetzt. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Eine Gewissheit. Okay. Das bringt ja gar nichts. Naja, muss er ja wissen. Überwurf. Schlüffler. Ja, tschüss Magnaien. Da war ja jetzt nicht viel dabei. So langsam bin ich ja überlegen, wieder den EP-Teiler auszuschalten. Naja. Golbat ist noch an der Reihe. Da ist Space Light natürlich die Wahl Nummer 1. Na gut, wir hätten es natürlich auch, das hätte auch Lapras machen können, aber naja, komm, Space Light. Gibt's schön wieder gegrillte Fledermaus. Ja, Leichtigkeit. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind echt zu overlevelt. Naja. Oh, du treues Förderband. Befördere mich in eine Welt ohne Leid. Ja, dann zieh deine roten Klamotten aus und lauf normal rum und kümmere dich nicht darum, was Team Flair macht. Flottball. Schick. Der ist ja sehr effektiv, wenn... ja, wie heißt's? Okay, können wir nicht einsetzen, danke. Ja, der ist effektiv, wenn man den schnell einsetzt. Oder eher... Ja, in der ersten Runde direkt einsetzt. Okay, ich frage mich manchmal, was diese Abstiege hier bedeuten, nenne ich es jetzt einfach mal. Und jetzt beginnt auch der Teil wieder, wo es für mich blind ist. Ja, kämpfen wir gegen dich. Ich bin... Eine holde Maid aus Kalosch und der Weltschmerz sitzt tief. Okay. Ich glaube, dir wird gleich noch mehr schmerzen, wenn du verlierst. Surokis. Okay. Ja, von mir aus. Ja gut, das war Kampf. Das könnte schon wehtun für Frosty. Ja, egal. Ja, wir sind sogar schneller. Ach, was soll ich denn dann dazu noch sagen? Setzt er da ein? Ja, irgendwas Normales. Eisstrahl und weg damit. Eisstrahl, ey. Das ist so eine geile Attacke, finde ich. Schön, dass er die erlernt hat. Julian 44. Protzer! Nice. Nice, 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 würde ich sagen. Die nehmen wir auch für Biss. Ja, die nehmen wir für Biss rein. Wir brauchen nicht unbedingt, er muss nicht unbedingt eine Unlichtattacke haben, wenn ich ehrlich bin. Protzer ist mal sehr nice. Und Magnaien kommt rein. Dann nehmen wir doch einfach mal wieder Average Link. Damit wir schön die Erfahrungspunkte dann auch oft, also so gleichmäßig verteilen. Und natürlich da auch die Effektivität ausnutzen. Gut, nur ich hätte nichts dagegen, wenn wir vielleicht nochmal eine etwas bessere Kampfattacke lernen bzw. finden. Weil Überwurf, es ist okay, aber es ist jetzt nicht das, ist jetzt nicht das, wo ich drüber sterbe, also für sterben würde, wenn ich ehrlich bin. Ah, da gibt es schon noch die ein oder andere bessere Kampfattacke. So, genau. Haben wir hier noch irgendwas Besonderes? Ja, ein Item. Ein Metallmantel. Schick. Ja, damit können wir gewisse Dinger, Pokémon, wie zum Beispiel, gehst du ja auch mal weg? Anscheinend nicht, ne? Wie Stalos oder Scherox bekommen, indem wir Onix oder Sichlor, indem man die beiden tauscht. Geht's da auch noch lang? Ja, geht's. Wir wollen ja alles hier kunden. Noch ein Timerball haben wir hier. Ja, das ist das Gegenstück zum Flottball, der wirkt, je länger der Kampf andauert. Aber ich glaube, so einen hatten wir schon mal.
So, jetzt sind wir hier oben drauf. Und nächster Kampf. Ball, Ball, Pokéball. Ball, Ball, Hyperball. Okay, willst du poetisch klingen? Das tust du aber nicht. Schluck weg. Interessant. Ah, leider kein Psycho. Naja, kann man auch nichts dran ändern. Ja, Surfer. Ich denke zwar nicht, dass der einen Surfer wegsteckt. Ja, aber na, jetzt sitzen wir Zugabe. Naja, dann halt eben nochmal Surfer. Ich wollte jetzt eigentlich Lake einsetzen, aber ach, ist ja jetzt auch nicht so wild. Ja, ist ja auch besiegt. Wenn er nicht angreift, kann ich ihm auch nicht helfen. So, hat hier sonst noch irgendwer überhaupt was zu bieten? Oder weil richtig spannend ist es hier nicht. So, und ich werde jetzt auch was tun. Ich werde den EP-Teiler ausschalten. Ich habe echt das Gefühl, ich bin zu overlevelt. Und das wollen wir ja nicht. Sonst wird es ja richtig langweilig hier ausschalten. So. So. Wir hatten zwar ab und zu mal ein bisschen Notstand gehabt, aber aktuell haben wir das definitiv nicht. So, wie wir auch die eine Arena-Leiterin ausgeschaltet haben. Was ist das jetzt schon wieder? Okay, es sieht nach einem Generator aus. Sollten wir den schon drücken? Ah, interessant. Die Fließbänder gehen in eine andere Richtung. Okay, wird bestimmt auch noch von Wichtigkeit. Aber ich wollte nochmal gucken, ob in diesem Haus noch was ist. Okay, Forscher. Dein Pokémon-Team und du, ihr solltet euch eine kleine Verschnaufpause gönnen. Brauche ich zwar jetzt nicht, aber dankeschön. Überanstrenge dich und dein Pokémon nicht. Mülleimer leer. Du trägst keinen roten Anzug, also kannst du kein Mitglied von Team Flair sein. Also wer bist du dann? Eigentlich spielt das ja auch keine Rolle, solange du Team Flair den Chaos machst. Mit dem Schalter kannst du übrigens die Richtung ändern, in die sich die Fließbänder bewegen. Habe ich schon rausgefunden, aber danke. So, ich würde mal sagen, wir... Ja, kommt Average Link mal nach vorne. Boah, dieses Datierien nervt mich ein bisschen. Naja. Wenn Team Flair alle Pokébälle stiehlt, können wir mit Pokémon keine Freundschaft mehr schließen. Das wäre nicht gut. Die Voltautomatisierung wurde vorangetrieben, um die Pokémon das Leben zu erleichtern. Da die meisten Leute dadurch jedoch wegrationalisiert wurden, konnte die Fabrik in Hand umdrehen besetzt werden. Okay, das ist ja nicht so super. Ja, dann, ich glaube, die haben sich jetzt wieder in die andere Richtung gedreht, naja. So, wir wollen das natürlich schon so haben, weil ich denke mal, nur so kommen wir weiter. Genau. Ah, gut, haben wir gegen die jetzt schon gekämpft. Und gegen den auch. Aber der mich jetzt nicht durchlässt, warum auch immer. So, dann wollen wir mal schauen, was wir hier in diesem Haus haben. Ob sich da irgendein Kraftprotz von Team Flair versteckt hält? Ich weiß es nicht. Aber wir haben ja noch gut Zeit, deshalb könnten wir das ja mal nachgucken. Oh, oh. Los, jetzt zieh dich nicht so. Insgeheim willst du doch sicher für Team Flair arbeiten. Wenn du uns zur Hand gehen würdest, müssen wir die ganzen Pokébälle nicht alleine schleppen. Oder du wirst gegen eine Zahlung von 5 Millionen Poké-Dollar Mitglied unserer Organisation. Bequemer geht's eigentlich gar nicht, oder? Was in aller Welt geht in euren Köpfen vor, ihr geistigen Tieflieger? Ich kann doch nicht zulassen, dass sich jemand alle Pokébälle unter den Nagel reißt. Ach, vergiss es. Mit diesem Tatagreis verschwenden wir bloß unsere kostbare Zeit. Ja, da hast du recht. Wenn hier eh keiner zu irgendwas taugt, können wir den Laden auch gleich in die Luft jagen. Sieh an, wen haben wir denn hier? Ein Eindringling? Eindringling? Das sagen die Richtigen. Die ungebetenen Gäste seid doch ihr wohl. Hey du, ich brauche deine Hilfe. Meine Güte, das klingt jetzt aber reichlich verzweifelt, mein werter Fabrikleiter. Tja, es tut mir wirklich sehr leid, aber deine Hoffnung werde ich jetzt im Keim ersticken. Ach ja, meinst du ehrlich? Na dann, Team Flair Vorstand. Surukis. Oh, da habe ich aber so richtige Angst. Da stottern mir schon richtig die Knie. Gott,
Die haben wohl echt alle nichts drauf. Selbst ihr wirklich toll kommen, sich toll kommender Vorstand. Boah, da habe ich ja so richtige Angst, dass meine Initiative down ist. Oh mein Gott, geht's nicht noch schwächer? Naja, immerhin Level 42. Also, oh, Knirscher, schick. Ja, also bisher muss ich jetzt echt mal sagen, bisher ist Team Flair eine echte Enttäuschung, finde ich. Also, wie ich schon damals sagte, also es ist, glaube ich, das schwächste Team, was mir je untergekommen ist. Jetzt mal ganz im Ernst, also... Ja, mir fällt eigentlich so gut wie gar nichts mehr zu denen ein. Und ich denke mal, gegen Hundemon ist Frosty definitiv die beste Wahl. Gut, wir können natürlich auch Average Link wieder rein drin lassen, aber na komm. Das ist ein leichtes für Frosty. Ich denke mal, einmal Surfer und das Ding ist weg. Ich denke, das sollte kein Surfer überleben. Prügler. Ui. Einmal getroffen. Toll. Einmal getroffen und das war's. Soll ich jetzt richtige Angst vor Team Flair haben? Ich glaube nicht. Nanu! Tja. Große Töne spucken können sie alle, aber dann kommt nichts mehr. Hey, mach mal langsam. Du musst doch für einen erbärmlichen Fabrikletter nicht gleich in die Folgen gehen. Das war ja mal ein Trauerspiel. Von einem Vorstandsmitglied hätte ich da mehr erwartet. Aber was rege ich mich gar groß auf? Jetzt müssen eben wir Forscher ran. Dann lass uns den mal im Kampf 2 gegen 1 so richtig fertig machen. Das erhöht wenigstens unsere Siegeschancen. Och, Serena. Das hätte ich auch alleine geschafft. Ach ja? Tut mir leid, dass ich zu spät dran bin. Ist das etwa Verstärkung? Was soll's? Ein Rotzlöffel mehr oder weniger. Das ist doch Jacke wie Hose. Dank unserer Kombos wird die Wahrscheinlichkeit unseres Sieges sogar exponentiell ansteigen. Da braucht wohl jemand Nachhilfe auf einem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie. Seid ihr überhaupt Wissenschaftlerin? Kannst du mir im Kampf gegen diese Knalltüten helfen, Nachbar? Natürlich, aber ich hätte das auch alleine geschafft. Dann auf ins Gefecht. Naja, ist halt ein bisschen spannender, so ein 2 gegen 2 Kampf. Team Flair, Kalguna und Begonia möchten kämpfen. Voltenso und Cleoparda. Ah ja, das ist ja schon mal sehr interessant. Ja, und wir schicken Xiaogon und unsere Wenigkeit Averageling rein. Ja, ich würde mal sagen, wir kümmern uns dann einfach mal um dieses Cleoparda. Genau. Oh, schön. Und ich merke, es hat auch gerade eben ein bisschen geleckt. Naja. So, tschüss, Cleoparda. Wir haben so eine Kraftarmee in unseren Reihen da. Ja. Ach, der ist noch nicht weg. Ja, okay, dann darf auch mal Julian mal wieder was machen. Die haben beide nur 2, ey. Also es ist echt lachhaft, wenn ich ehrlich bin. Muss ich echt gehen. Lichtschild, okay. Ja, also echt, mir fällt dazu gar nichts mehr ein. Also, nee. Ja gut, Xiaogon ist besiegt. Naja, was soll's. Wir werden dieses Voltenso gleich umhauen. Weil Julian auch bestimmt wieder einen formidablen Job machen wird. Absol, okay. Naja, mach's gut, Voltenso. Nachdem du noch einmal mit Donnerzahn angegriffen hast. Ich muss aber jetzt echt mal... Wow, überlebt. Na, aber der Schlitzer gibt ihm dann den Rest. Naja, was muss ich sagen? Team Flair ist einfach nur eine Enttäuschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also selbst ihre so hoch gewohlgelobten Wissenschaftler können ja auch nichts. Ich habe es wirklich satt. Die sind einfach so uncool. Auch eine hohe Wahrscheinlichkeit ist nur eine Wahrscheinlichkeit und somit keine Garantie. Tja, das stimmt. Lächerlich, ey. Na sowas. Das darf doch nicht wahr sein. Da sind wir aber mächtig Bahn gegangen. Genug, das reicht.
Wir haben schon die Pokebälle, Superbälle und Hyperbälle eingesackt. Das reicht fürs Erste. Machen wir uns erst einmal aus dem Staub. Okay. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank. Ich stehe tief in eurer Schuld. Trotz eures geringen Alters seid ihr ganz vortreffliche Pokémon-Trainer. Gut, ich will euch als Zeichen meiner Dankbarkeit ein Geschenk machen. Ihr könnt zwischen einem Meisterball und einem Riesennugget wählen. Ihr habt die Wahl zwischen einem Meisterball und einem Riesennugget. Bin ich blöd? Ich nehme natürlich den Meisterball. Ja, bitte sehr. Gut, ob ich den benutze, das ist natürlich eine andere Frage, aber... Ach, weißt du was? Ich gebe dir einfach beides. Ja, dann ist es ja noch besser. Und was kriegt Serena oder kriegt sie auch beides? Das gilt natürlich auch für dich. Oh, vielen Dank. Geht das auch wirklich in Ordnung? Mein Gefühl sagt mir, dass ihr beiden ganz genau wisst, was ihr damit anzufangen habt. Ihr seid anders als die Gauner von Team Flair. Auch übrigens, nicht einmal ich weiß, was man mit einem Riesen-Nugget anstellen soll. Dennoch, dieses verfluchte Team Flair. Was bezwecken sie bloß mit dem Diebstahl all der Pokebälle? Ja, Fragen über Fragen, die keiner weiß. Das Einzige, was ich weiß, dass Team Flair einfach nur das schwächste Team ist, was es gibt. Oh, hi. Hey, glaubst du, wir können uns jetzt mal ein bisschen umsehen? Ja. Tut mir leid, jetzt ist nicht der richtige Moment. Das haben wir Team Flair zu verdanken. Team Flair? Der Name sagt mir irgendwas. Sind das nicht die Typen von vorhin in den roten Anzügen? Ganz genau, Trovato. Team Flair. Sie haben mit Gewalt alle Pokebälle an sich genommen. Wie schlimm. Von solchen Leuten sollte man sich wohl besser fernhalten. Recht hast du, Trovato Tomato. Team Flair ist echt übel. Was machen wir jetzt? Laut der Karte ist die nächste Stadt Frescora. Sollen wir uns auf den Weg dorthin machen? Serena und LaJay, ihr seid wirklich einmalig. Ihr seid um Längen stärker als diese Fieslinge. Übertreibt es aber bitte trotzdem nicht, okay? Bis bald. La la la. Vielen Dank. Dank dir sind alle wohlauf. Allerdings kann und darf es nicht Sinn und Zweck meines Abenteuers sein, mich immer auf dich zu verlassen. Was soll das denn jetzt heißen? Naja, egal. Oh, Holo-Nachricht erhalten, okay. Eigentlich wollte ich jetzt noch in die Stadt und da abspeichern, aber gut. Hi. Dies ist eine Hololog-Eilmeldung. Die Geiselnahme in der Pokéball-Fabrik nahe Romantia City konnte unblutig beendet werden. Der Vorfall soll keinerlei Auswirkungen auf die laufende Pokéball-Verkaufsgeschäft haben. Was sollte das jetzt? Das wirkte etwas komisch, wenn ihr mich fragt. Aber das ist schon in einem Pokémon-Spiel, dass so ein Wort wie unblutig vorkommt. In diesen roten Anzügen fällt einem das Laufen wirklich schwer. Diese Kinder hole ich nie ein. Darauf wird der Chef aber kaum Rücksicht nehmen, wenn er mich nachher wieder ausschimpfen. Oder so, bla bla bla. Ich konnte es nicht so lesen. Naja. Also, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, der Part hat euch wieder gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von Pokémon X-Version. Wenn wir... ja, uns auf zur nächsten Stadt machen. Wo die ist, was es sie birgt und wie es so weitergeht und so fort, bla bla bla. Das sehen wir dann. Ich hoffe, wie gesagt, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, wenn das so ist, gebt ihr dem Part einen Daumen hoch und schaltet dann auch beim nächsten Part wieder ein. Also, wie gesagt, noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jake 125. Oh yeah.